Tadaima to Yuzuku zu Rune Factory Oceans. Wir sind wieder zurück auf Finit und haben letzte Nacht uns noch ordentlich im Windgeistschrein geprügelt. Und dann habe ich gesehen, Mensch, heute ist ja Donnerstag. Da können wir endlich Jocelyne Bericht erstatten. Schön, euch wiederzusehen. Es ist schon eine Weile her. Sie war also wirklich dort? Oh, sie hat Tränen in den Äuglein. Jocelyne? Oh mein. Entschuldige. Weißt du noch, als ich dir erzählt habe, dass die Insel Finit und die umgebenden liegenden Inseln früher eine zusammenhängende Landfläche waren? Ja, du sagtest, der Beweis dafür sei der Fund derselben Steine und derselben Kultur auf weit entfernten Inseln. Du hast das ein gutes Gedächtnis. Warum gibt es Inseln wie Finit, die über Wasser und die anderen Inseln, die unter Wasser sind? Die Legende sagen, dass eine große Flut dafür verantwortlich war. Weißt du noch, welche Farbe die berühmten Steinplatten auf der Insel Finit hatten? Eieieiei, leuchtendes Weiß. Dunkles Weiß. Ich würde mal sagen, leuchtendes Weiß. Das stimmt. Die Steine in der Nähe des Gasthauses der drei Schwestern sind auch in dieser selben schönen Weißfarbe. Hast du schon bemerkt, dass auf dem Marktplatz weiße Steine auf schwarzen Steinen liegen? Die dunklen sind die älteren Steine und die weißen sind die neueren Steine. Heißt das, neue Gebäude wurden auf alten Gebäuden gebaut? So ist es. Vergiss das nicht. Das Licht, das es früher gab, in den mystischen Ruinen, das Licht zu Ehren der Geister, das Licht, das es im Kolosseum auf der Insel Finit gab, die neuen Gebäude auf diesem Licht nicht. Früher haben die Menschen die Natur mit Hilfe der Geister kontrolliert. Irgendwann haben sie aufgehört, die Geister zu ehren. Das verändert die Geister. Und so haben sie ihre Energie dazu verwendet, die Landfläche zu zerbrechen und Teile von ihr unter Wasser zu schieben. Nur die Insel Finit und ein paar andere Inseln bleiben an der Oberfläche. Ist das wahr? Was denkst du? Bitte beantworte meine Fragen. Oh mein. Hehe. Dieses Thema muss noch genauer untersucht werden. Aber wir haben viele Dinge gefunden, die angeblich Mythen waren. Die mystischen Ruinen und das Kolosseum beispielsweise. Glaubst du nicht, dass es ein großes erster Schritt? Ich bin mir nicht sicher. Dein Name könnte in der Geschichte eingehen. Weißt du das? Ich werde mit dir darüber sprechen können, wenn ich weitere Nachforschungen nachgeforscht habe. Ich danke dir für all deine Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich angemessen ausdrücken kann, wie dankbar ich dir bin, aber ich hoffe, du nimmst das an. Vielen Dank. Glück bei deinen Forschungen. Auftrag erfüllt. Leuchtroute 1 als Belohnung erhalten. Leuchtroute? Jetzt muss ich doch mal gucken, ist das jetzt eine neue Waffe? Was haben wir hier? Schön, schön. Leuchtroute. Lichtangriff. Klasse. So, Leuchtroute, Leuchtroute, Leuchtroute. Ja, die machen wir dann mal da oben hin. Klasse. Mensch, haben wir die Quest endlich auch mal erledigt. Das hat ja sich etwas hingezogen mit der Quest an meinen Rivalen. Komm und stell dich mir, wenn du das hier liest. Ich werde freundlich zu meinem Feind sein. Was will Mikoto? Ich möchte dir ein Geschenk geben. Feier meiner Auferstehung. Bringe Zutaten, ich mache dir Saft.
ich möchte kochen üben, du kannst Ergebnis mal probieren. Ich mache Süßigkeiten. Suche etwas, Hilfe, Wakanabe ein, was wie Shataja. Wie würde es dir gefallen, ein paar Orks zu besiegen, ein paar Tutas zu besiegen, Minotauren zu besiegen? Oh. Brauche einen Topf. Ich sammle Lampen. Ich hätte liebend gerne eine von dieser Insel. Okay, ich würde mal sagen, wir kümmern uns um Elenas Quest. Dann würde ich sagen, wird dieser Part mal wieder ein bisschen finitianisch. Und im nächsten Part werden wir dann weiter auf der Windgeistinsel. Dann ist das so ein bisschen abwechslungsreich. Und wir haben da nicht so eintönig alles. Denke ich mal. Das ist in eurem Sinne. Tür ist verschlossen. Warum ist sie verschlossen? Wahrscheinlich, weil es noch nicht 9 Uhr ist, wa? So. Dann nehme ich einfach mal ein Bad. Ah, ich fühle mich wie neu geboren. So lebendig. Ich hoffe nur, dass sie nicht gleich schlafen geht. Ah, sie sitzt auf dem Bett, gut. Ihr seid sicher morgen, Mädchen. Wer ist der Rivale, den du in deiner Nachricht erwähnt hast? Bin ich es? Sicher! Dir gehört der größte, beeindruckendste Golem in der ganzen Gegend, Yugi-chan! Also bin ich dein Feind, aber wirst du immer noch freundlich zu mir sein? Ich glaube an einen Fernkampf. Ich bin nicht wirklich. Nimm es einfach. Du bist so seltsam. Ah, danke. Auftrag erfüllt. Himmelshammer 1 als Belohnung erhalten. Mensch, ist Kinder. 2 Waffen heute schon gekriegt. Den muss ich mir doch gleich erstmal angucken. Schick, schick. Naja, 90 Angriff ist ja noch nicht gerade doll. Warte mal, meine Axt, die hat 106. Und der Hammer hat 116. Also ist der da nicht besonders toll jetzt. So, dann sprechen wir einfach nochmal mit Joe. James? Ah, ich habe dich eine Weile nicht gesehen. Ah, wie befürchtet, verzögert sich die Lieferung meiner Vorräte. Ein bisschen schlechtes Wetter und schon verspäten sie sich. Das Schiff kann man nicht ändern. Wirft aber meinen Terminplan durcheinander. Mehr hat er dazu nicht zu sagen. So. Dann gucke ich doch mal weiter. So, Mikoto. Ich möchte dir ein Geschenk geben. Wo ist denn die gute Mikoto? Mikoto ist am Strand. So, dann gehen wir doch zum Strand. Da trainiert sie auch gerne. Am Strand oder am alten Baum. Hi Mikoto. Guten Morgen, ihr beiden. Ich wünsche euch einen guten Tag. Genau dich wollte ich sehen. Es gibt etwas, was ich dir geben will. Ich höre, dass deine Fähigkeiten noch größer geworden sind. Willst du das nehmen, um dies zu feiern? Ich hasse es, Geschenke zu bekommen, nur weil Leute gute Dinge über mich sagen. Dann besiege 5 Blutpanther auf der kleinen Insel mit dem blauen Turm, die östlich der Insel Finit liegt. Sie sind stark genug, um deinen Fähigkeiten einen guten Test zu unterziehen. Blaue Turm, nee. Lass mal.
wäre was anderes gewesen, wenn ich jetzt hier einfach so was absahen könnte, aber ich mag nicht mit dem Golem jetzt nochmal durch die Gegend, wenn ich nachher zum Wind schreien will, denn muss ich ja erst wieder zurück. Ach so, ja, ich muss erstmal die andere Quest ablehnen, beziehungsweise abbrechen. So. Jetzt mache ich noch schnell eine Lampe von Finit. Ich glaube, die kann ich hier oben machen, oder? So. Regal. Tisch. Stiefmütterchen. Papierkorb. Schaukelstuhl. Vorhänge, Spielzeugvorhänge, merkwürdige Topf. Den kann ich schon mal machen. So, Becher, Blumenleuchter. Eine blumenförmige Lampe ist sehr beliebt. So. Das ist doch genau das Richtige. Für Jacqueline. Eine Lampe für Jacqueline. So. Da ist sie. Oh, mein. Oh ja, ich wollte dich fragen, hast du eine Lampe übrig? Ich sammle Lampen und ich habe keine aus dieser Gegend. Eine Lampe? Ich sehe, was ich tun kann. Danke, du kannst dir eine Lampe bauen, weißt du? So. Ist das für mich? Danke. Thank you very much. Vielmals. Alter. Ja, nee, ist klar. Ich hätte sie vielleicht nochmal ansprechen sollen. Jetzt habe ich ihr die Scheißlampe geschenkt. Hoffentlich kann ich noch eine machen. Nein. Antikes Licht? So hoch. Nee. 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 Antikes Licht kann ich nicht machen. Eine Wollilampe? Brauche ich ein Fischfossil. Toll. Blumenleuchter? Brauche ich Purpurgras. Okay. Purpurgras. Purpurgras. Warte mal, habe ich vielleicht... Ich könnte... Ist zumindest ein Versuch wert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht Purpurgras in eine der Kisten habe hier. Yeah, ich habe Purpurgras. So, warte mal, ich werde mal... So. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich das da gleich hier mal ein bisschen sortieren. So, ich lagere hier mal einfach die Milch. So, wenn ich mal hier bin, wie gesagt, dann... Let's go! Einfach mal hier so aussetzen.
96. 96. 7, 8, 9. Das dürften jetzt die 100% sein. So, und? Ja, 100%. Prima. Dann setze ich die anderen. Die 5 Geister setze ich hier auf. So. Ich bin ja so wunderbar. Was? Nur noch 1%? Hier fehlt nur noch ein Geist. Hm. Ich könnte... Ich setze jetzt den... Der ist eigentlich besser für Winterinsel. Aber da wir jetzt hier sozusagen auf einen Streich gleich zwei Inseln auf 100% bringen können, dann haben wir nämlich bloß noch die Winterinsel. Tada! Ja. Und hier habe ich auch die Windfee ausgesetzt. Das ist sehr schön. Das heißt, die gehört auch dahin. Habe ich nicht auch eine Feuerfee gehabt? So ein Feuerfeechen muss ich mir auch noch abgreifeln. So, jetzt muss ich mir mal gucken, wie sie... Was? 294? Und was hat meiner? Da ist aber mächtig noch was. Eieieiei, was mache ich denn da? Ich glaube, ich setze den Minotaurus aus. Minotaurus ist ein tolles Monster und in dem Wald des Anfangs. Schon gut, also. Schick es ihn nach Hause. Danke für alles. Toll, ey. Jetzt habe ich hier ein super geiles Team. So einen großen Drachen, so einen Drachen und habe ich den Unicorn mit oder den? Hm. So, jetzt gehe ich erstmal wieder nach Hause und mache die zweite Lampe. So, jetzt habe ich die Lampe. Da, di, da, di, da. Hallo Pandora. Tschüss Pandora. So, und jetzt geht's wieder ab zu Jacqueline. Jacqueline, Jacqueline, du bist eine tolle Trine. Ich hoffe, ansprechen reicht dann. Hey! Der Markt ist donnerstags und an Feiertagen geöffnet. Hm. Für gewöhnlich besuche ich die Insel an diesen Tagen. Was für ein herrliches Wetter. Man meint, über das ganze Meer blicken zu können. Hallo? Oh, Mann. Oh, du bist hier, um meine Wenigkeit mal wieder zu besuchen, nicht wahr? Danke vielmals. Ist doch nicht wahr, oder? Was ist denn jetzt? Ist das hier irgendwie eine falsche? I can have this. Oh my. Warte mal, jetzt muss ich mal selber nachgucken. Besorge eine Lampe für ihre Sammlung. Es ist egal, welche Art von Lampe. Willst du mich verarschen? Also nochmal zurück. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch irgendeine Lampe herstellen kann. Ich glaube, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe die Lampe dabei gehabt und sie hat nichts reagiert. So, eine Wolli-Lampe. Da brauche ich aber ein Fischfossil. Eine Wolli-Lampe, vielleicht kannst du Schatten von Wolli sehen, wenn du sie benutzt. Antikes Licht. Ich kann auch antikes Licht nicht herstellen. Ich bräuchte dafür Level, weiß ich nicht, 70 oder 60 mindestens.
glaube, ich weiß nicht, was zum Geier. Robuster Raumtrenner, Schaukelstuhl. Das da rein, das da rein, das da rein, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein. Oh, Dämonenblut. Fischschuppe geht nicht mehr, ist voll. Hä? Ist ja klar, immer voll. Okay, dann versuche ich es mit dem Töpferkurs-Ding, also beziehungsweise mit dem antiken Töpf-Topf-Ding. So, also wieder hin. Diesmal nehme ich mal die Abkürzung über den Hafen. Hey Odette! Guten Morgen! Ein weiterer Tag, an dem wir unser Bestes geben dürfen. So. Achso, sie ist auf dem Weg. Das Wetter, Findest du einen Bus? Ich mir bitte zeigen. Ah, was für ein wunderschöner Hügel. So was ist so in der Erde im Moment. Tja, also willkommen. Beurteilung einholen. Ja, ich habe hier Eiche. Okay. Reden. Auf deinen Abenteuern kannst du es vorkommen, dass du unbekanntes Gebiet Gegenstände findest. Ah, diese Gegenstände kannst du sofort verwenden. Musst sie erst von mir schätzen lassen. So, und ich sehe gerade, wir haben schon wieder massig überzogen. Wir machen dann im nächsten Part weiter. Da geht es dann wieder im Windschrein weiter. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.